Das Klatschen bedeutet, wir sollen anfangen. Trotz 300 Jahre Friedrich des Großen, der heute hier in Berlin gefeiert wird, gibt es doch Menschen, die sich mit der Krise auseinandersetzen wollen. Krise und Kultur. Wer hat hier jetzt Mittelohrentzündung? Ich oder ihr? Okay, zwei technische Sachen zu Beginn. Das erste ist, wer jetzt auf Übersetzung angewiesen ist, der sollte sich Kopfhörer besorgen. Denn es wird sowohl auf Deutsch wie auf Griechisch die Diskussion geführt werden. Das zweite ist, wie Sie den anderen Panels entnehmen konnten, wird es anfangs Eingangsstatements geben der Partizipanten an dieser Diskussion. Danach wird eine Diskussion beginnen hier auf dem Panel und dann werden Sie auch Fragen stellen können. Ich möchte jetzt wenn wir jetzt auch da hinten ein bisschen Ruhe haben könnten. Hallo. Sehr schön. Also, ich möchte Ihnen an zwei Beispielen kurz aufzeigen, was wir in diesem Panel vorhaben. Gestern Abend hat hier in der Heinrich-Böll-Stiftung eine Ausstellung eröffnet worden, aus Anlass dieser Veranstaltung. Der Titel lautet Alphabet, Heimatkunde, Heimatwunde des griechischen Malers Yannis Psychopedis. Wenn man sich jetzt die Bilder betrachtet, dann erkennt man eine intensive Auseinandersetzung mit der älteren und neueren Geschichte Griechenlands, mit sozialen und politischen Kämpfen, und man erkennt auch eine Auseinandersetzung mit vorherrschenden Vorstellungen in Griechenland, wer man eigentlich ist, beziehungsweise wie man gesehen werden will. Ist das richtig, wie es Psychopedis macht? Zweites Beispiel. Gestern Abend konnte man ebenfalls hier in der Böll-Stiftung Passagen aus dem Stück Yasu Aida sehen und hören, das gerade an der Neuköllner Oper aufgeführt wird. Yasu Aida lehnt sich dabei an Verdis Aida, und zwar besonders an die Idee des Kolonialverhältnisses dort. In Verdis Aida sind die Kolonialherren, die Ägypter, das kolonisierte Volk, die Äthiopier. In Yasu Aida ist es ein neokoloniales Verhältnis. Europäische Union, Europäische Zentralbank und Troika auf der einen Seite, Griechenland auf der anderen. Ist das jetzt richtig? Ist das politisch korrekt? Für viele wohl nicht. Aber sowohl im Fall von Psychopedis wie auch im Fall von Yasu Aida werden wir mit Fragen konfrontiert. Bestehende Wahrheiten und Verhältnisse werden hinterfragt. Das heißt, so gesehen wirkt Kunst, Theater und auch Literatur in die Gesellschaft hinein. Sie zeigen Missstände auf und eventuell auch eine alternative Rezeption der Wirklichkeit. Denn der Subtext einer solchen Vorgehensweise lautet, und der ist sehr subversiv: Muss das so bleiben, wie es ist, oder kann man sich auch etwas anderes vorstellen? Nimmt Kultur in Griechenland eine solche Rolle ein? Hat sie also genug hinterfragt? War sie womöglich Teil eines Systems, das jetzt seinen Scherbenhaufen erlebt? Gibt es Tendenzen einer Kultur jenseits des etablierten Mainstreams, und kann Kultur aktuell in dieser Krise zu Selbsterkenntnis, aber auch zu einem neuen Selbstverständnis der griechischen Gesellschaft beitragen, also zu einem neuen Narrativ? Wer sind wir und was wollen wir? Diese Fragen werden heute hier beantworten auf dem Podium. Die Theaterkritikerin und Übersetzerin Eleni Varopoulou, die links, die von mir, rechts von mir, außen Maria Topalli, sie ist Lyrikerin und Übersetzerin, und der
Opernregisseur Alexandros Evklidis, außerdem auch uns zugeschaltet aus München, müsste bald erscheinen, Petros Markaris. So, es war nicht möglich, dass er nach Berlin kommt, aus anderen Verpflichtungen, und ebenfalls nicht möglich, dass er nach Berlin kommt, war es aus sehr, sehr persönlichen und privaten Gründen. Panagis Panayotopoulos, seinen Beitrag, den können Sie dann im Internet später unter den Beiträgen, die auch sonst noch eingestellt werden, der Tagung dann lesen. Beginnen möchte ich mit Petros Markaris. Er ist zurzeit der erfolgreichste griechische Schriftsteller im Ausland. Seine Kriminalromane, die seit Mitte der 90er Jahre erscheinen, sind Bestseller. Darüber hinaus ist Markaris Verfasser von Theaterstücken. Er ist Drehbuchautor, unter anderem für Filme von Theo Angelopoulos. Er ist auch Übersetzer deutscher Literatur. Er hat Brechts Mutter Courage und auch Faust 1 und 2 von Goethe ins Griechische übersetzt. Und Petros Markaris spricht ein vorzügliches Wiener Deutsch, weil er in Istanbul, wo er geboren wurde, auf die österreichische Schule ging und später dann auch in Wien studiert hat. International bekannt geworden ist Petros Markaris wegen seiner Krimis, die eben nicht nur das Genre bedienen. In seinen Krimis seziert er vor allem die griechische Gesellschaft. So auch in seinem neuesten Buch, zumindest das, was hier in Deutschland erschienen ist, Faule Kredite, so sein Titel. Das ist der erste Band einer Trilogie der Krise, und wir sind gespannt, Herr Markaris, was Sie uns dazu zu sagen haben. Ja, guten Tag, guten Tag, meine Damen und Herren. Zuerst einmal einige Fakten. Seit Anfang der Krise hat die Buchbranche ungefähr 40% ihres Umsatzes verloren. Seit Anfang der Krise hat die Kinobranche 25% ihres Publikums eingebüßt. Theater hält sich besser. Wir hatten einen Verlust, also das hat einen Verlust von ca. 10% nur. Und die Theater machen mutig weiter, trotz enormer Schwierigkeiten, von denen die wichtigsten Schwierigkeiten eben die Kürzung oder die Abschaffung der Theatersubvention. Das ist mal das Bild, das wir sehen. Zurzeit hat eine ganz wichtige subventionierte Bühne in Thessaloniki, das Experimentiertheater, angegeben, dass es seine Tätigkeit nach Ende dieser Saison nicht weiterführen wird. Nun, die Frage ist, inwiefern hat nicht nur die Krise diesen Zustand hervorgebracht, diese, sagen wir, schwierige Situation für die Kunst- und Theaterschaffenden und Literatur, für die Literaturschaffenden, sondern die zweite Frage wäre natürlich, ob diese Krise von den Literaturschaffenden, den Kunstschaffenden, den Theaterschaffenden also genügend evaluiert wurde und sie auch irgendwie ins Visier gezogen wurde. Ich glaube, es gibt zwei Voraussetzungen, die müssen wir uns mal näher ansehen. Die erste Voraussetzung ist, dass die Literatur, Kunst und Schaffenden und die Intellektuellen die Krise wahrnehmen und ob das in Griechenland tatsächlich passiert. Was ich nicht nur in Griechenland sehe, betrachte, sondern auch überall in Europa, da reden nicht nur noch die Politiker und die Ökonomen. Die Kulturschaffenden, die Theaterschaffenden, die Literaturschaffenden schreiben.
Die Kultur beteiligt sich nicht. Das ist kein primär griechisches, sondern, ich würde sagen, ein europäisches Problem. Denn die Krise hat vielleicht ihre verheerendsten und schwierigsten, sagen wir, Situation in Griechenland. Aber die Krise ist eigentlich eine europäische Krise. Zweitens, die zweite Voraussetzung wäre, dass das Publikum Zuflucht in die Intellektuellen, die Kunst und die Bücher sucht. Ich muss ein bisschen zurückdenken. Und zwar Anfang, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Da gab es natürlich in Griechenland eine Krise, das Land kam aus einem Bürgerkrieg. Und da konnte man betrachten, wie die Literatur, die Kunstschaffenden, die, sagen wir, die schwierige Situation des Landes immer angesprochen haben. Wie sie immer sich damit auseinandergesetzt. Das ist im gegenwärtigen Fall nicht so, sagen wir, selbstverständlich. Es gibt da also Literaten, es gibt Schriftsteller, es gibt auch Kunstschaffende, vor allem Jüngere, die sich mit dieser Krise befassen und die sie ansprechen. Aber dass man von einer allgemeinen, sagen wir, Beteiligung der Intellektuellen, der Literatur und Kunstschaffenden in Griechenland reden könnte, das wäre, ich glaube, zu weit gegriffen. Das ist nicht der Fall. Und es ist auch nicht der Fall, dass die Griechen Zuflucht suchen, die Kunst, Zuflucht suchen, die Literatur. Mit dem Theater geht es besser. Dass die, sagen wir, eine andere Annäherung der Krise, andere Mittel, das Kunst- und Literaturmittel, sagen wir, probieren. Das ist nicht der Fall. Auch nicht. Die Griechen, die sitzen jeden Abend vor dem Fernsehen und versuchen, die Antworten, die sie dringend brauchen, vom Fernsehen zu bekommen. Und dann schimpfen sie. Es ist so ein bisschen mit dem Rauchen. Nicht? Man will das Rauchen. Man sagt, ich sollte doch aufhören zum Rauchen. Und die Griechen schimpfen auf das Fernsehen und sie gucken weiter. So ungefähr. Wir haben aber ein Problem. Und wir haben zwei Probleme in Europa, die eigentlich auch mit Griechenland zu tun haben. Das erste Problem hat mit den Linken zu tun. Ich muss darauf hinweisen, dass in ihren besten Zeiten die Linke in Europa, nicht nur in Griechenland, als eine Art Kontrollmechanismus der bürgerlichen Demokratie funktioniert hat. Diesen Kontrollmechanismus, diese Funktion hat die Linke überall in Europa aufgegeben. Sie ist Teil des Systems. Sie ist nicht Kontrollmechanismus des Systems. Dieser Umschwung hat der Literatur geschadet, dem Theater geschadet, der Kunst geschadet. Denn wenn man wieder zurückgeht in die 50er Jahre, dann wird man merken, dass eben, sagen wir, dieser Kontrollmechanismus der Linken trotz der schwierigen Zeiten funktioniert hat und dass dieser Kontrollmechanismus seine Art Motor gedient hat, damit die Kulturschaffenden nicht nur, sagen wir, auf der linken Seite, sondern auch auf der nationalistischen, nationalen Seite sich da beteiligt haben. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist ein Problem der Ich habe immer wieder in der letzten Zeit betont, auch in Berlin betont, dass wir das Projekt der Werte in Europa einfach vernachlässigt haben. Was am Anfang als Projekt in Europa galt von den Gründervätern, war nicht nur einen gemeinsamen Markt zu gründen, sondern auch eine gemeinsame Wertegemeinschaft. Und zwar, dass man die Länder mit verschiedener, mit unterschiedlicher Kultur, unterschiedlichen Traditionen unter das gemeinsame
Dach der gemeinsamen europäischen Werte brachte. Das hat eine Weile funktioniert in Griechenland, aber nach und nach, vor allem nach der Einführung des Euro, wurde das total vernachlässigt. Wir haben letztendlich Europa mit dem Euro identifiziert. Alles andere haben wir beiseite geschoben. Und jetzt natürlich rächt sich das nicht nur in Griechenland, sondern auch in Europa. Ich glaube, man sollte eine Diskussion ansetzen, und zwar nicht immer krisenbezogen, sondern aber Werte und Kulturbezogen. Was fehlt in Europa und was in Griechenland demzufolge auch fehlt, ist eine Diskussion über die Werte, eine Diskussion über die Kultur und eine Diskussion über die Beteiligung der Kunst, Literatur und Kulturschaffenden im Prozess des Umbruchs des Landes und Europas im Allgemeinen. Das wollte ich sagen. Dankeschön. Herr Makaris, Sie müssen ja bald weg, deshalb habe ich zwei Fragen an Sie, bevor Sie weggehen. Die eine hängt mit Ihrem neuen Roman, vor zwei Monaten in Griechenland erschienen. Hier in Deutschland wird es gerade noch übersetzt. Da gibt es eine Schlüsselpassage dieses Romans. Da trifft dieser Kommissar Haritos, der ja der Held der Romane von Petros Markaris ist, dieser Kommissar, der trifft auf einen, im Rahmen von Ermittlungen auf einen Bauunternehmer. Und man muss dabei wissen, Haritos muss gerade auf ein Drittel seines Lohnes oder wie viel verzichten. Eine Beförderung kommt nicht voran. Seine Tochter steht kurz vor der Auswanderung aus Griechenland und steht also diesem Bauunternehmer gegenüber. Und dieser Bauunternehmer, der sagt, erklärt jetzt Haritos, warum Haritos, der Polizeikommissar, ein Loser ist, ein Verlierer ist. Und jetzt also der Bauunternehmer. Man wirft mir vor, sagt der Bauunternehmer, dass ich überall illegal gebaut habe, auf aufzuforstende Flächen in Wäldern, auf Staatsbesitz. Ich streite das nicht ab. Aber ich habe so vielen Menschen Arbeit gegeben, ich habe Material und Maschinen gekauft. Diejenigen, die bei mir Häuser gekauft haben, haben Kredite aufgenommen. Die Banken haben davon profitiert. Das, mein Freund, sagt also der Bauunternehmer zu dem Kommissar, das nennt man Wachstum. Warum hat mir der Staat all die Jahre nicht einmal gesagt, das ist alles illegal, ich konfisziere es, ich reiße es ab? Warum hat der Staat das alles als Wachstum angesehen und hat beide Augen zugedrückt? Du kannst jetzt sagen, dass dieses Wachstum ein Fake ist, also als ein Ob. Aber wenn der ganze Staat ein Fake ist, dann kann man auch das Wachstum als nichts anderes als ein Fake bezeichnen. Also mit anderen Worten, der Bauunternehmer hat massiv und in aller Öffentlichkeit gegen Gesetze verstoßen und ist dennoch ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Kommissar Haritos hat die Gesetze eingehalten und Gesetzesbrecher verfolgt und deshalb ein Loser. Herr Makaris, können Sie das auch auf Kultur anwenden? Können Sie auch sagen, Kultur in Griechenland ist ein Fake? Würden Sie so weit gehen? Nein, ich würde weit nicht gehen. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde aber sagen, dass das System, das aufgebaut worden ist in Griechenland im Kulturbereich, und zwar alles von Subventionen abhängig machen, alles, sagen wir, staatsbezogen machen, das wurde mit Zustimmung der Künstler auch betrieben, in größeren Flächen, vor allem im Film und Theater, keine unbedingt nur positive Folgen gehabt hat. Und zwar, weil eben mit dieser, sagen wir, wie soll ich das sagen, mit diesem falschen Reichtum in der Kultur auch die Kreativität, sagen wir, falsch eingesetzt worden ist.
So weit würde ich gehen, ja. Sie sind ja einer der wenigen, glaube ich, Künstler in Griechenland oder ein Literat in Griechenland, der von seiner Arbeit leben kann und ohne irgendwelche Förderung und Preisen auch im Ausland und Übersetzungsfördergeld etc. B im Ausland erfolgreich sind. Aber Sie waren auch zum Beispiel beim Kino, wie war das, beim Filmzentrum, beim griechischen Filmzentrum in der Kommission zur Auswahl von förderungswürdigen Filmen. Sie waren Vorsitzender des griechischen Buchzentrums. Ich meine, Sie kennen das. Kultur kommt ohne Unterstützung, ohne Subvention nicht aus. Also, wie muss das gestaltet werden? Ja, ich bin da mit Ihnen einer Meinung. Kultur kommt ohne Geld, kommt ohne Finanzen, kommt ohne Unterstützung nicht aus. Das Problem ist, wie man das auswertet. Und ich muss sagen, weil ich ja beteiligt war, und ich muss noch hinzufügen, dass ich jahrelang Vorsitzender des Subventionskomitees für Theater, das Theater des Kulturministeriums war. Ich bin also beteiligt und ich bin nicht unschuldig. Das muss ich betonen. Ich bin kein Unschuldiger. Ich habe da mitgemacht. Okay, wie muss das jetzt organisiert werden? Können Sie uns das sagen? Ich kann Ihnen nur eines sagen. Es gibt in Griechenland zurzeit keine einfachen Lösungen. Es wird in Griechenland zurzeit, wenn man mit einfachen Lösungen sich an etwas heranwagt, ist das Scheitern vor Augen. Wir brauchen in allen Bereichen eine Diskussion, wie man die Systeme umbauen muss. Das ist nicht nur, sagen wir, mit den Banken so oder, sagen wir, mit den Steuerämtern. Auch für die Kultur brauchen wir dieselbe Diskussion. Was in Griechenland als Versagen wir, sagen wir, also betonen müssen, wäre ein totales Versagen der Systeme. Alle Systeme, die wir benutzt haben, haben versagt. Und wir brauchen neue Ideen, neue Diskussionen, neue offene Gespräche, damit wir eben wieder einmal das Ganze neu überdenken. Ich habe keine Lösung in der Tasche parat. Aber ich wäre gerne bereit, an solchen Diskussionen teilzunehmen, weil ich glaube, wir brauchen eine neue, sagen wir, offene Diskussion über alle Fragen, die das griechische globale System vom politischen bis zur Kultur betreffen. Gut, das machen wir hier und vielen Dank nach München, Herr Markaris. Bitte. Der Titel dieses Panels ist ja Kultur im Umbruch ohne Ausrufezeichen oder Fragezeichen, aber ich denke mal, die nächste Rednerin wird wohl ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Denn in Ihrem Eingangsstatement geht es um alternativen Formen von Theater, die jetzt in Griechenland sich immer mehr bemerkbar machen. Die Rede ist jetzt von Eleni Varopoulou, obwohl jetzt sehr viel zu sagen wäre über Frau Varopoulou. Und gewöhnlich, wenn ein Moderator den Fehler macht, zu viel zu erzählen, fängt sie irgendwann mal so zu machen. Das will ich mir jetzt ersparen, deshalb ganz kurz. Der Zeitungsleser in Griechenland kennt sie seit Jahrzehnten von ihren Theaterkritiken und Artikeln über das Theater in der Zeitung Dovima. Sie hat Theaterfestivals mitinitiiert und geleitet, war Mitglied und Beraterin in europäischen und griechischen Kulturinstitutionen und Ausschüssen. Sie hat mehrere Bücher zu Theater veröffentlicht und worauf sie großen Wert legt, sie hat mehrere Werke von Heiner Müller ins Griechische übersetzt. Und mit Heiner Müller sind wir mitten in der Krise, denn Theatersohn Müller ist Krise und Krise, Krisis in seinem ursprünglichen Sinn, nämlich bewerten und urteilen.
Dankeschön. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern und ich freue mich für dieses Treffen, besonders zwischen Griechen und Deutschen hier in Berlin. Es ist eine große Freude, teilzunehmen. Mein Thema lautet Theater, Krise und Communitas. Die Realität der ökonomisch und kulturell vernetzten Welt verpflichtet uns, die enormen finanziellen, politischen, sozialen Probleme, die heute Griechenland erschüttern, von einer europäischen und letztlich einer globalen Perspektive aus zu betrachten. Und das in einem Moment, wo viele Illusionen von dauernd wachsenden kapitalistischen Wohlstand für alle, le rêve capitaliste, werden wir auf Französisch sagen, zusammenbrechen. In Europa wankt das vielversprechend begonnene Projekt einer immer vernünftigen Gesellschaft, zusammengesetzt aus Sozialstaatlichkeit, ökonomischem Wachstum und supranationaler politischer Verständigung. Das Vertrauen in politische und in Managereliten, auch in das Bankensystem, ist dahin. Zugespitzt erleben wir die Krisensituation in Griechenland. Die kapitalistische Konsumentengemeinschaft, ihr Oberflächenglanz bricht auf und erlaubt einen schärferen Blick in eine korrupte Innenseite des Systems. Was man lange hingenommen hat, zeigt nun seine moralische und ökonomische Wertlosigkeit, die nun viele aneckelt, besonders auch Jüngere. Und die Politiker, unglaubwürdiger als je, entblößen ihre politische Unwirksamkeit angesichts der allmächtigen Märkte, offenkundig überfordert von der Aufgabe, einen Ausweg zu zeigen. Krise heißt allerdings nicht nur Scheitern, wie das griechische Wort es andeutet. Krise heißt Aufbrechen, Trennen, Teilen, Scheiden und Unterscheiden. So kann man beobachten, dass die Krise in Europa auch lange vergessene Einsichten wachruft. Zum Beispiel, dass es der Fortschritt der Wissenschaftler und Techniker und die Arbeit der Unzähligen war, die in Wirklichkeit an jenen Vollstand geschaffen haben, den sich Geldhändler jetzt als ihr Verdienst, als das alleinige Verdienst ihres Systems zugeschreiben wollen. Und man denkt wieder über die Notwendigkeit neuer Denk- und Handlungsmöglichkeiten in der sozialen und auch in der kulturellen Praxis nach. Über gesellschaftlich-politisches Engagement, über die Idee eines aktiven Bürgers. Wie sie in Griechenland besonders zeigt, kann die Spitze das Öffentlichwerden des Betrugs bedeuten, der tief im System unseres Zusammenlebens steckt. Das Offenbarwerden der Lüge und Inkompetenz der sogenannten Eliten. Die offenkundigen Betrügereien machen sichtbar den eingebauten Betrug. Anarchistisch kommt der Gedanke wieder auf. Was ist schon der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ich gestehe, Brecht fällt mir immer ein. Jetzt wieder, weil ich gerade eine Mahagoni-Übersetzung fertiggestellt habe und gespannt bin, auf welche Resonanz dieses Werk in Athen stößt. Während das Vertrauen in die Art unserer Gesellschaft bröckelt, befinden sich politische Gemeinschaften überall im Aufbruch und ist die Kultur im Umbruch. An vielen Orten antworten autonom sich gebildete Gemeinschaften auf das Versagen der gesellschaftlichen Institutionen. Dabei geht es oft darum, die proklamierten Ideale und Werte unserer Gesellschaft, die aber in der Praxis permanent massiv missachtet werden, eigentlich erst zu realisieren. Es gründen sich Gemeinschaften in urbanem Raum, die zum Beispiel von Umweltfragen ausgehen. In Athen fand eine Gemeinschaft zusammen, die sogenannten Athenistas, die aus einer kleinen Initiative entstanden, mittlerweile tausende Mitglieder zählen soll. Sie räumen auf eigene Faust verkommene Gegend auf, begrünen veranlässigte Plätze, verschönern Wände. In vielen politischen Bewegungen in Europa ist eine Tendenz zur Karnevalisierung und Theatralisierung zu beobachten, was meine Generation aus den 60s
noch in Erinnerung hat, als Fluxus, Situationismus, Antikriegsbewegungen und Kritik der Konsumgesellschaft, Performance, Happening und Theater spielerisch einbezogen. Was die spontanen Gemeinschaften motiviert und eine Protestkultur in Gang gesetzt hat, scheint mir eine Lücke im System Gesellschaft zu sein. Zugleich droht von verschiedenen Seiten die Gefahr einer Aushöhlung der demokratischen Verfassung. Wenn sich die Superreichen auf ihren Yachten und Anwesen vollkommen von dem Rest der Gesellschaft abtrennen, wenn zwischen den Einkommen der Reichsten und schon der mittleren Schichten, nicht zu reden von den Ärmeren, die Abstände astronomisch werden, wenn zugleich die Politiker offenbar von mächtigen Interessenblöcken getrieben werden, so ist die Gefahr einer postdemokratischen Entwicklung real. Und wir wissen von Herodot, dass auch die Oligarchie die Tyrannie folgen kann. Die demokratische Gesellschaft funktioniert nicht nur mit ökonomischem Kalkül und juristischer Logik. Sie benötigt einen inneren Zusammenhalt, ob man ihn von Wertegemeinschaft nennt, Brüderlichkeit oder Solidarität. Und das hat viel mit Kultur zu tun. Die Krise ist von der Einsicht begleitet, dass uns eigentlich nur der Konsum möglichst einsteigend davon abgehalten hat, eine andere Gesellschaftlichkeit durchzusetzen, auch nur uns vorzustellen oder sie zu denken. Das ist, so glaube ich, der tiefere Impuls des Engagiert euch, empört euch, protestiert, agiert, das nunmehr an vielen Orten am Werk ist. Diese andere Gesellschaftlichkeit ist aktivistisch und aktivierend in der Praxis und in ihren Idealen utopisch. Das ist nicht uninteressant, da ja im Allgemeinen die politischen und sozialen Utopien lange out waren und die Hoffnung auf sie so schwer leidet in den heutigen bürgerlichen Gesellschaften und westlichen Demokratien, wo der utilitaristisch-pragmatische Interessenkalkül herrscht. In Griechenland zeigen die großen Versammlungen und Demonstrationen im Jahr 2010 die öffentlichen Interventionen in Theatern, die man besetzt hat, in der Richtung einer erstarkenden Kultur des Protestes. So besetzen Theaterleute, unter ihnen das Mavili-Kollektiv, am 11.11.2011 in Athen ein Theater, das Theater Embros. Sie veranstalteten hier wochenlang ein eigenes Programm mit Performances, Publikumsgesprächen, politischen Debatten. Theater, hat man gesagt, ist ein Laboratorium sozialer Imagination. Theater handelt von Kommunikation und es ist Kommunikation, Kommunität, Gemeinschaftlichkeit. Als Passagiergemeinschaften können wir nicht nur das Theater sehen, sondern viele dieser Gemeinschaften im Aufbruch, die mit dem Aufbrechen einer Krise entstehen. Die Ritualtheorie hat beschrieben, dass es in vielen rituellen Prozessen ein Übergangsstadium gibt, eine liminale Phase von Limen, die Grenze, in der eine Gemeinschaft ohne Hierarchie der in dieser Phase befindlichen Initianten steht. Man nennt sie Communitas. Sie steht zwischen den Ordnungen, außerhalb der Ordnung. Gelegentlich hat man in diesem Sinne die Kunst, auch das Theater, als Ereignis von Liminalität gefeiert. Kultur muss jetzt vielleicht mehr als ein Ort experimentierter Unordnung sein. Eher weggehen von Mainstream und von bekannten Modellen des Denkens und des Handelns. Denken wir also das Theater als eine in dieser Zeit besonders wichtige kulturelle Praxis, als Gemeinschaft auf Widerruf, auf Zeit, als Gemeinschaft auf Probe. Vielleicht als Probe für eine Aufführung, die absehbar noch gar nicht möglich ist. Kunst sei, so hat Walter Benjamin wunderbar gesagt, die Schaffung einer Nachfrage, für deren volle Befriedigung die Zeit noch nicht gekommen ist. Aber es ist diese Nachfrage, auf die alles ankommt. Wir werden uns als politische Menschen und Bürger und Bürgerinnen hoffentlich konkret für etwas wie eine neue Solidarität engagieren. Das Theater wie die kulturelle Praxis in Gesamt aber muss bloße Probe bleiben können, die gerade in ihrer Unfertigkeit und Öffentlichkeit ein Potenzial enthält, das so nur das Theater zu geben hat und das man verliert, statt es zu vertiefen, wenn Kunst sich zu sehr an der Wirklichkeit im Sinne von Programmen oder Antworten orientiert. Theater stellt uns Fragen,
hinsichtlich des gemeinsamen die Welt bewohnens. Das ist eine gute Beschreibung für das, was man den Solidaritätseffekt der kulturellen Praxis namens Theater nennen kann. Die eingebildeten, erhofften und realen Gemeinschaften des Theaters, der Performance, die auch in Griechenland mehr und aktiver geworden sind und die mit neuer Räumlichkeit und Konzepten operieren, rücken aus der Marginalität in den Vordergrund der Öffentlichkeit und des gemeinsamen Bewusstseins. Das Theater mit seiner Gemeinschaft von Spielenden und Zuschauern ist durch und durch relationelle Kunst. Sichtbarmachung des Verlangens nach einer Gemeinsamkeit in der Gleichheit. Und Theater vermag dieses Verlangen auch noch selbstkritisch und kritisch zu reflektieren. Im bekannten Slogan Indignez-vous von Stefan Hessel ist Dignitas mitgedacht. Würde als Basisbedürfnis der Menschen. Noch vor der Anerkennung seiner Leistung geht es um die Anerkennung seiner Existenz als Ganzmenschen Mensch. Dignitas als Menschrecht verbindet sich mit Communitas. Ohne Gemeinschaftlichkeit bleiben die Parolen Freiheit und Gleichheit leer. Daher war Fraternität, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit notwendig. Und Freiheit ohne Gleichheit ist keine. Das aus dem 19. Jahrhundert stammende Wort Solidarität ist genau das Wort, an das wir erinnern müssen. Solidaire bedeutet im Französischen wechselseitig für das Ganze haftend solidarisch. Wir müssen diesem ursprünglich juristischen Begriff wieder einen konkreten Inhalt geben, und zwar nicht nur einen finanziellen, aus Solidarität für den anderen bezahlen, sondern einen politischen und im weiteren Sinne kulturellen Inhalt. Wir Griechen sind gegenwärtig darauf angewiesen, in diesem Sinne Solidarität zu erfahren. Wir beanspruchen sie, wohl wissend, dass auch wir selbst sie üben müssen. Sie wird benötigt. Ohne eine integrierende, offene, dem Fremden gegenüber aufgeschlossene Solidarität kann das Projekt Europa scheitern. Zu ihrer Entwicklung aber kann die Kultur beitragen, nicht etwa indem sie Propaganda betreibt, am wenigsten Propaganda für europäische Werte, sondern indem sie der Berufung der jeweiligen kulturellen Sphären entspricht, der künstlerischen und pädagogischen, der wissenschaftlichen Sphäre eine europäische Identität als mental und kulturell offenen Horizont zu befördern. Ich bedanke Sie. Ja, vielen Dank, Frau Varopoulou. Sie haben es ja erwähnt, Sie kommen ja aus der 68er-Bewegung. Ich glaube, ab 68, 69 waren Sie in Frankreich, in Paris. Ja. Deshalb, Sie haben diese ganzen Aktivitäten und auch, dass wir Sie hier beschrieben haben, kennen Sie aus eigener Erfahrung, das heißt Agitrop-Truppen jener Zeit, Theatergruppen, freie Theatergruppen, Straßentheater. Wenn Sie das vergleichen jetzt zu dem, was jetzt in Griechenland entsteht, dann, ich weiß nicht, damals war es doch so, in Frankreich und auch anderswo in Westeuropa, da waren solche Theatergruppen eingebettet in einer größeren sozialen und politischen Bewegung. Wie sieht es damit zurzeit in Griechenland aus? Sogar in die 60s, die Bewegung war nicht einseitig. Es gab viele Tendenzen in der 60s. Es gab die anarchistischen Tendenzen, es gab die politisch sehr konkrete linke Tendenzen. Also sogar damals war es nicht eine nur. Erstens. Zweitens, jetzt würde ich sagen, dass tatsächlich wir erleben das in Griechenland sehr offen. Man weiß es noch nicht. Denn was da in Griechenland unter Frage gestellt ist, ist das politische System, damals war es auch, aber damals gab die politischen Utopien, die waren stärker und klarer im Horizont für verschiedene Gruppen und Theaterleute und Kulturschaffenden. Jetzt vor uns ist eine andere Wahrheit. Eine andere Realität und andere reale Probleme. Da würde ich die Unterschiede auch im Vordergrund setzen. Nicht nur die Ähnlichkeiten im Sinne Protestkultur damals, Protestkultur jetzt, aber die
die Realität, die soziale Realität und die Probleme sind anders. Heutzutage. Ja, heutzutage. Ja, was, das heißt also, die sind damals was mehr so politisch links, die Ausrichtung, und heute weniger? Ja, ich würde sie nicht als linke Bewegung heutzutage, alle diese Bewegungen, die stattfinden. Die sind viel breiter und nicht so voluntaristisch zu einer Richtung. Was aber sehr stark ist, ist die Protestkultur, dass man, was jetzt passiert, nicht akzeptieren will, und man ist offen, neue Modelle und neue Ideen und Handelsweise zu probieren. Diese Probe ist ganz wichtig. Jetzt. Vielleicht entsteht ja auch etwas Neues, Soziales und Politisches. Ich fand gestern einen Aspekt bei der, nachher in der Diskussion, was Simitis, Kostas Simitis gesagt hat, dass nämlich ausgehend von den Zahlen, die jetzt bei Umfragen die beiden etablierten Parteien erreichen würden, nämlich nicht mehr wahrscheinlich als 40%, und dass davon auch die Parteien, die im griechischen Parlament vertreten sind, nicht profitieren von deren Schwäche, dass da eben so ein sehr großer Prozentsatz ist, wo man nicht weiß, wie sich diese Leute verhalten werden, dass da jetzt da eine neue, etwas Neues entstehen könnte, finde ich das schon sehr interessant. Das nächste Statement kommt von Maria Topali. Sie ist Lyrikerin, sie hat mehrere Gedichtsbände, eigene, veröffentlicht, und sie übersetzt Lyrik, und nicht nur, vor allem aus den Deutschen. Zu ihren Übersetzungen gehören Werke von Rainer Maria Rilke, Hans-Magnus Enzensberger, Jürgen Habermas, Walter Benjamin, aber auch die Kultur der Renaissance in Italien, ein Werk von 1860 des Schweizers Kunsthistorikers Jakob Burkhardt. Und sie hat soeben, sie hat mir gesagt, gestern ist das erschienen, oder gestern hat sie es aus der Druckerei geholt, ein Musical von ihr, das heißt Der Tanz der Mittelschichten, wenn ich das richtig ins Deutsche. Das ist Mittelklasse Chor, das ist kein Tanz. Das ist ein Musical, ja? Nee, Chor. Das ist der Chor. Chorosch. Also Der Tanz der. Der Mittelklasse-Chor. Ja, okay. Und da geht es drin, das finde ich sehr interessant, da, ein Deutscher, der wird nach Griechenland entsandt im Auftrag der Europäischen Union als Kultur, als eine Art Kulturbotschafter oder Berater, und der soll dabei helfen, ein Museum der Stadt Athen aufzubauen. Und dann entsteht da so bestimmte Verwicklungen draus, nämlich das Selbstverständnis der Griechen, was sie von sich selbst haben und wie das von außen gesehen wird, wie eigentlich so ein Museum aufgebaut werden soll. Und ich glaube, solche Fragen spielen jetzt auch in Ihrem Statement eine Rolle. Ja. Sagen Sie es. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Meldos, vielen Dank. Und Olga Drosso, die sehe ich jetzt nicht. Herzlichen Dank für die Einladung. Also eigentlich will ich über etwas ein bisschen anderes jetzt reden, aber wir können dann vielleicht zurück zum Buch kommen, obwohl das Buch habe ich gerade aus der Buchbinderei geholt. Ich habe es gar nicht so richtig erlebt. So, der Titel heißt von meinem Beitrag Willkommen, liebe Krise. Und ich will zunächst einmal ein paar Worte zum Titel meines Beitrags sagen. Den habe ich mir nämlich aus der Financial Times Deutschland des 26.10.2011 ausgeliehen. Das war eine sehr schwierige Zeit in Griechenland, wie ihr bestimmt alle wisst. Unter dem Titel Willkommen, liebe Panik, lasen wir damals, viel näher liegt es aber, die Panik etc. etc. Es ging natürlich um Aktienmarkt und so weiter, also die Panik als Chance zu begreifen. Und dann noch ein Satz, denn in ausnahmslos jeder Krise der vergangenen Jahre dominierte in der Nähe ihres Höhepunkts stets der Gedanke, dass letztlich nichts wieder so sein werde wie vorher. So die Financial Times Deutschland. Mir geht es natürlich nicht
also um den wirtschafts- und finanzpolitischen Inhalt des Abschnitts. Ich will hier lediglich und willkürlich die Ausdrücke, die Panik als Chance begreifen und letztlich nicht wieder so sein werde wie vorher auf unsere kulturbezogene Diskussion übertragen. Ich habe vor, mit einer entsprechenden Frage anzufangen. Wäre es denn möglich, liebe Freunde und Freundinnen, auch auf dem literarischen Felde die Krise als Chance zu begreifen? Wovor würde uns in dem Falle die Krise retten? Um diese Fragen oder um solche Fragen beantworten zu können, sollte man sich aber zunächst fragen, inwieweit oder warum eigentlich interessiert uns die Literatur im Rahmen dieser heutigen Diskussion? Mit anderen Worten, inwieweit ist Literatur bei der Auseinandersetzung mit der Krise überhaupt relevant? Literatur ist in gewissem Sinne ein Spiegel. Und zwar ein hervorragender kollektiver Spiegel. Das gemeinsame Ich oder zumindest mehrere oder einige kollektive Subjekte spiegeln sich in zeitgenössischen literarischen Werken wieder und erhalten somit eine Chance, über sich selbst, über die eigene Lage und Orientierung, über eigene Werte und Identitäten nachzudenken. Es handelt sich um ein Reflektieren im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei spielt auch die Kritik der Literatur eine wesentliche Rolle, indem sie in diesem Reflektierensprozess manchmal stark vermittelt und die Richtungen und Zwischentöne des Widerspiegelns beeinflusst. Woraus könnten uns, um auf die ursprüngliche Fragestellung zurückzukommen, Literatur und Literaturkritik helfen inmitten der kochenden Krise? Und was hätte man da als Chance begreifen dürfen? Und in welche Richtung sollte eine Änderung vorgenommen werden? Ein Spiegel hilft ja bekanntlich nur dann, wenn er kein Hohlspiegel ist. Sie wissen ja, was ein Hohlspiegel tut. Er vergrößert das Ich, das sich spiegelnde Ich. Behalten Sie bitte hier als Fußnote den Namen Eletis für den Fall, dass sich während der darauf folgenden Diskussion eine Chance ergibt, über dieses auch durch den Nobelpreisträger Eletis vergrößerte, wie ich meine, kollektive Ich Griechenlands ein Wort zu sagen. Nun zurück zu unserer Fragestellung. Eine mögliche Antwort auf die Frage, woraus rettet uns gute Literatur, wäre aus der Unfähigkeit, sprich Verweigerung, sich selbst im glatten, also nicht im hohlen Spiegel anzusehen. Gute Literatur könnte, behaupte ich, uns dabei helfen, ein künstliches, ein falsches, ein Fake-Selbstbild zu zerstören. Und wenn ich das als Gast einer Heinrich-Böll-Stiftung behaupte, trage ich selbstverständlich keine Eulen nach Athen. Das Land, das sich während der letzten Jahrzehnte nach dem Fall der Diktatur 1974 entstanden ist, hat extreme Schwierigkeiten damit, sich selbst im Spiegel, auch im literarischen Spiegel anzusehen. Vor allem dann, wenn der Spiegel ein unangenehmes Bild, ein Bild von Härte und Brutalität zurückgibt. Anhand der Rezeption des Buches Snuff von Eleni Yannakaki, erschienen im Estia Verlag 2010, durch die Kritik, wird diese Verweigerung oder Unfähigkeit zu bestimmten Aspekten der griechischen Selbstreflexion deutlich. Eleni Yannakaki, geboren 1955 in Rethymnon, Kreta, lebt in Oxford, Großbritannien, also im Ausland. Sie stammt zwar aus Kreta, hat aber offensichtlich den notwendigen Abstand, um im Snuff über ein anderes Kreta zu berichten. In diesem Kreta werden keine stolze Griechen gehuldigt, keine Sirtaki-Tänzer und Rakitrinker, keine exotische Südländler. In diesem Kreta ist viel körperliche und psychische Gewalt innerhalb des Heiligtums, das das Vater- und Mutterhaus darstellt. Aber es handelt sich eben um eine unausgesprochene Tatsache. Alles ist von Anfang bis Ende getarnt, latent, dumpf. Zum Beispiel der sexuelle Missbrauch von Kindern innerhalb der anständigen bürgerlichen Familie. Es sind eben keine verwilderten Bergleute, keine Hirten aus dem Siloretis, die die erste Rolle spielen, sondern die wohlhabenden, gebildeten Athener kretischer Herkunft, die über ein luxuriöses Ferienhaus auf der Insel verfügen. Die Täter.
Es ist die Generation der griechischen Wende, der sogenannten Metapolitευση. Es ist ausgerechnet der teure Sohn, das Einzelkind einer solchen Familie, der im Zentrum der Perversion und der Gewalt steht. Die Eltern, sie gehören zur aufgeklärten Generation, die im Laufe der Diktatur oder daraufhin sogar politisch aktiv wurde. Natürlich im fortschrittlichen, im demokratischen Spektrum. Es sind die Kinder dieser gebildeten, neureichen Leute, die sich zu Monstern der Cyberwelt entwickeln und ein Snuff organisieren, nämlich den im Videofilm aufgenommenen sexuellen Missbrauch und zum Tode quälen eines ausländischen Kindes. Die Täter sind, wie gesagt, ständig getarnt. Anständige Bürger, Mitglieder der oberen Mittelklasse, hochintellektuelle Professoren. Ich will hier nicht von der hohen literarischen Qualität des Werkes von Yannakaki berichten. Mich interessiert die Rezeption, der Nachklang. Diesen will ich anhand der Reaktion einer renommierten Kritikerin kurz darstellen und kommentieren. Ich glaube, man dürfte mir recht behaupten, dass Elisabeth Kodzia, um die es geht, hier, eine der besten zeitgenössischen Literaturkritikerinnen Griechenlands ist. Aufgrund der Rezeption Yannakakis durch Kotzia will ich behaupten, dass Griechenland bis jetzt unfähig war, ist, sich selbst im Spiegel anzusehen, wenn dieser Spiegel Monster reflektiert. Es sind eben die Monster unseres langen Schlafes. Und ich weiß, dass eine solche Problematik einem politisch engagierten deutschen Publikum weder unfamiliär noch unzumutbar wäre. Nun zur Rezeption von Kotzia, veröffentlicht in einer der wichtigsten Zeitungsblätter im Feuilleton von Kathimerini am Sonntag, am 16.05.2010. Kotzia gibt zunächst zu. Einführungsstriche, so sei Snuff eine ungewöhnliche Leistung für die griechische Prosa. Weiterhin schreibt sie, dass der jüngste Roman von Yannakaki über eine durchaus erschütternde, einen durchaus erschütternden Plot verfügt, den der Leser mal als entsetzlich, mal als atemberaubend zu empfinden vermag. Kotzia berichtet außerdem vom seltenen Kunstinstinkt der Schriftstellerin. Es geht, so Kotzia, Einführungsstriche, um einen der stärksten Romane der Nachdiktatur-Ära. Doch dies nur stellenweise, also doch nicht als Ganzes. Sie fragt sich nämlich, Einführungsstriche, wieso lässt mich dennoch all das am Ende ein wenig kalt, ein wenig wie eine Lüge? Ist denn ein endogenes Problem da? Fragt sie sich. Die Antwort scheint mir zu schwierig. Deswegen begnüge ich mich bloß mit Fragen. Das ist immer kurz ja. Wie wichtig ist die Rolle der Päderastie und des Opfers von Menschen in Griechenland, so dass sie mittels von breiteren Rückführungen letztendlich als Äquivalente hätten dienen können, um die riesigen Gewaltrückstände, die, es ist bewiesen, sich in unserem privaten und kollektiven Unbewusstsein angehäuft haben, ist nicht sexuelle Perversion ein etwa angemesseneres künstlerisches Äquivalent zum Ausdruck von Abweichungen in mehr emanzipierten Gesellschaften? Hätte der Trick vielleicht Menschengruppen mit einer näher introvertierten Ordnung vorausgesetzt, nicht so zerstückelt wie unsere griechische Seele? Der Weg zur Globalisierung geht schnell. Dennoch hat er, das ist immer kurz ja, die lokalen Besonderheiten nicht vernichtet, die den entsprechenden Lesergemeinschaften das Gefühl des Authentischen und der Wahrheit anbieten. Ist vielleicht der Roman an diesem Punkt mangelhaft? Eine faktische Widerlegung des Arguments zunächst einmal. Seitdem ich den Roman gelesen habe, es ist anderthalb Jahre her, verfolge ich fast besessen diesbezügliche Nachrichten im Fernsehen und vor allem im Internet. Bin ich plötzlich in ein anderes Land gelandet? Alle paar Wochen kommt Päderastie, Kinderporno, Kinder- und Jugendlichenkriminalität in die Schlagzeilen. Da gehört vor allem den Fällen aus Kreta ein wirklich imposanter Prozentteil. Man berichtet von einem richtigen
wegen Boom in Kinder- und Jugendlichenkriminalität, die mit dem Internet verbunden ist. Ich habe Lehrer und Staatsanwälte privat interviewt. Die hielten das alles bereits für selbstverständlich. Doch Yanagaki kommt mit ihrem Buch nicht durch. Es ist wie die Daten über die Krise, die wir alle schon längst gewusst hatten oder hätten wissen sollen. Eigentlich. Aber das Wort eigentlich, das lässt sich ins Griechische schlecht übersetzen. Sie mag Yanagaki ein tolles Stück geschrieben haben, ein Meisterwerk vielleicht, das gönnen wir ihr. Sie blieb trotzdem ausgeschlossen von den Shortlists der Literaturpreise. Das Buch hat wenig verkauft, Kotzia hat das wunderbar formuliert. Was wir schon längst als Faktum wissen, muss nicht unbedingt da sein, wenn wir uns im Spiegel ansehen. Da wollen wir, wie lautete das noch, Authentizität und Wahrheit als unser kollektives Spiegelbild bekommen. Übrigens wäre das nicht auch der Wunsch, die Erwartung der Außenwelt uns Griechen gegenüber, eines Teiles der Außenwelt zumindest. Sie bestellen gerne ein authentisches, wahres Ouzo, eine authentische, wahre Rezina. So authentisch und so wahr ist nun heutzutage Rezina, meine Damen und Herren, dass sie zum großen Teil für den Tourismus und für die ausländischen Gastarbeiter hergestellt wird. Denn wer Grieche, welcher Grieche trinkt noch heutzutage Rezina unter uns? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wissen Sie, Frau Topalli, das Thema Päderastie ist auch hier in der deutschen Gesellschaft auch kein einfaches Thema. Also da tut man sich auch schwer damit in der Diskussion. Aber Sie haben uns doch so ein, was jetzt mit dem Bild, mit dem Spiegel betrifft, Sie haben uns jetzt so eine Brücke gegeben mit Elitis. Also Brücke nach Griechenland jetzt zurück. Was meinten Sie damit? Meinen Sie jetzt den Nationaldichter Elitis oder was ist damit gemeint? Also Elitis ist in vielerlei Ansicht ein gemeinsamer Topos zwischen Griechen und Deutschen aus gewissen Gründen. Das geht zurück in die 60er, 70er Jahre. Und es ist auch ein gemeinsamer Topos neulich zwischen bestimmten politischen Familien Griechenlands. Wir haben das erlebt im November, den 100. Geburtstag von Elitis, den hatte die konservative Partei unter ihrer heutigen Führung, die sehr poetisch inspiriert ist, gefeiert. Stammt nicht deren Führer einer Familie, die auch sehr Literaten da irgendwie nachzuweisen hat? Oder? Ja, aber das weiß eigentlich kein Mensch in Griechenland. Deswegen behauptet er auch oft, dass er nicht aus einer Großfamilie kommt und niemand erinnert sich daran zum Beispiel. Aber das ist wiederum ein anderer Kontext. Ich glaube, Elitis, aber das ist wirklich ein anderes Thema. Ich wollte eben das nur als Fußnote erwähnen, weil ich glaube, das ist ein guter Gedankenanfang. Elitis ist ein interessanter Spiegel mit zwei Seiten. Da kann man Griechenland sich auf einer ganz bestimmten Weise widerspiegeln. Und Deutschland sieht da auch ein Bild von Griechenland, das zumindest ein Teil Deutschlands unbedingt da auch sehen will. Ja? Und es gibt auch diese Doppelseitigkeit von Elitis, eben auch in Griechenland jetzt, in dem griechischen Diskurs, in dem heutigen. Und das hat man schon, es gibt schon Kommentare dazu in der griechischen Presse. Diese Veranstaltung ist sehr interessant kommentiert worden. Warum? Was ist das für eine Veranstaltung? Was wurde da gemacht mit Elitis? Elitis ist auf eine Weise ein Bild Griechenlands, das nicht in Frage gestellt wird. Das ist
das ist wie heilig, nicht wahr? Das setzt man nicht in Frage. Hm. Stimmt das nicht? Es gilt als selbstverständlich. Das ja. Ich würde nicht derselbe Meinung sein. Ich glaube, das Werk eines Künstlers und besonders eines großen Dichters, Elitis, im Sinne auch der Sprache, kann man nicht mit der Rezeption oder wie man sein Werk nutzt oder wir haben so Beispiele in Deutschland, wie man sogar Hölderlin in der Zeit der Nazi benutzt hat. Also ich würde die Frage von Elitis nicht nur durch die Rezeption oder wie man sein Werk in verschiedenen Milieus so oder so benutzt. Entweder sprechen wir über sein Werk jetzt mit genauen Dokumente und die Texte vor uns, über das literarische Werk selbst oder über die Rezeption des Werkes. Also ich weiß nicht, da weiß nicht genau, was du ich glaube mehr an die Rezeption, ja. Genau. Ja, aber sicher, das ist auch nicht die Stelle hier jetzt und der Ort, um über das Werk von Elitis zu sprechen. Und ich beschränke mich da eindeutig in die Rezeption. Das ist allerdings sehr interessant und oft identifiziert sich das in der öffentlichen Meinung, ja, die Rezeption und das Werk. Wie wurde denn rezipiert jetzt von den konservativen Elitis? Wieso fanden Sie das interessant? Das ist natürlich interessant, weil da findet man einen Wortschatz und eine Rezeption, das ist eine hochnationalistische, nationalpatriotische Rezeption und da geht es natürlich um alle um alle große Ideen des Griechentums, die angeblich durch Elitis erhalten werden. Vergessen wir nicht aber, dass auch die linke Elitis einen anderen Blick wie bei Seferis, wir haben Theodorakis mit Aktionisti, da haben wir also einerseits die Konservativen natürlich, da hast du vollkommen recht, andererseits die Linke hat eine große Rezeption von Elitis, obwohl er kein linke Dichter als Position war, wie sagen wir Rizzos. Also das ist sehr kompliziert. Ich weiß, dass das sehr provozierend klingt, aber meiner Meinung nach ist das kein Zufall, dass auf diese Weise auch von der Linke und insbesondere durch die Musik von Theodorakis Elitis auf diese Weise rezipiert wurde. Und das halte ich nicht unbedingt für fortschrittlich. Und insofern finde ich auch, dass das Werk auch nicht unschuldig ist, zumindest diese Aspekte des Werkes. Und ich glaube, dass man allmählich anfangen sollte, auch über solche Sachen zu sprechen und sie in Frage zu stellen. Also das ist für mich nicht selbstverständlich Theodorakis, Elitis, links, positiv. Finde ich nicht. Okay, so, Moment. So sollte das auch auf einem Kulturpodium sein, aber wir müssen jetzt ein bisschen weiter. Wir haben noch einen Gast hier vorne. Aber wir kommen darauf zu sprechen, auf solche Fragen, also wie man sich selbst sieht, wie andere einen wahrnehmen oder auch vielleicht wie man will, dass andere einen wahrnehmen. Das nächste Statement wird von Opernregisseur Alexandros Evklidis sein. Er hat Theaterwissenschaften in Thessaloniki und in Paris studiert. Er hat mehrere Studienaufträge an griechischen Universitäten gehabt. Er hat als Dramaturg im Theater von Nordgriechenland gearbeitet und er ist vor allem Opernregisseur, eine seltene Spezies in Griechenland. Zurzeit läuft seine Inszenierung von ihm hier in Berlin in der Neuköllner Oper Yasuaida. Man konnte das sehen gestern Abend hier hören. Man kann auch das besuchen, die Aufführung der Neuköllner Oper noch im Februar. Und Herr Evklidis wird jetzt sein Statement auf Griechisch abgeben. Die anderen sprechen sehr schön die deutsche Sprache, aber ich habe die falschen Sprachen gelernt. Wie Sie gehört haben, ich bin Regisseur, ich lebe in Thessaloniki und beschäftige mich mit der exotischen Art der Oper, exotisch für Griechenland, und des Musiktheaters. Und
Ich bin auch auf Vertrag arbeitender theaterwissenschaftlicher Professor an der Universität Thessaloniki. Ich bin heute hier, weil ich an der Neuköllner Oper von Berlin Yasu Aida habe. In der letzten Zeit sind die griechischen Künstler wieder in der Mode. Leider nicht deswegen, weil ihr Werk so international bekannt ist, sondern aufgrund der schlechten Situation, in der sich das Land befindet. Ich denke, das hat mit der globalen Einsicht zu tun, dass man etwas hören möchte von dem, der sich in seiner schwachen Situation befindet. Diese Zusammenarbeit, die wir hier haben, die ist wirklich eine einmalige internationale Zusammenarbeit. Sie hat nicht mit dem üblichen Muster zu tun, wo die eine Gruppe stärker als die andere ist. Diese Produktion wird einen Kreis von Vorführungen in Berlin machen und dann nach Thessaloniki gehen und sich dort einem griechischen Publikum vorstellen. Das handelt sich um eine noble Idee, eine tatsächlich internationale Zusammenarbeit, soll nicht nur die Künstler in Kontakt miteinander bringen, sondern auch das Produkt dieser Kooperation mit den entsprechenden Zuschauern teilen. Die Thematik hat mit der Realität der Krise zu tun und speziell mit den spannenden Beziehungen in der Europäischen Union zwischen den starken und den schwachen Ländern, und zwar über eine Reihe von Kolonialstereotypen. Über diesen Dialog mit einem typischen Werk aus der Kolonialzeit haben wir versucht, zusammen mit meinen Mitarbeitern mit manchen unabdingbaren Fragen unserer Zeit zu begegnen. Und vielleicht sollte ich darüber sprechen, welche die Schwierigkeit ist, heute ein griechischer Künstler zu sein, ein jüngerer und ein älterer, aber ein griechischer Künstler. Es ist eine Geschichte, die nicht mit der Krise beginnt, aber vielleicht endet sie mit dieser Krise. Die Produktion nach der Diktatur hatte das gleiche Muster wie vorher. Sie wurde nie befreit von den europäischen Vorbildern mit noch dazu viel griechischer Modernität. Man kann nicht das Gleiche sagen, wenn der Diskussionsgegenstand nicht das Kunstprojekt selbst ist, sondern die Mechanismen seiner Produktion. Was auf jeden Fall in Griechenland gescheitert ist, ist das Modell zur Kunstproduktion, die Mechanismen, die das Neue gezeigt haben, die Mechanismen der staatlichen Subventionen und die Kriterien dafür und vor allem die kulturelle Dezentralisierung. Jeder dieser Faktoren hat die Produktivität der zugrunde gemacht, ohne jede Ausnahme. Für Jahrzehnte hat Griechenland sehr viel ausgeliehen aus den sozialistischen Ländern, hat sie auch die staatlichen Schauspieler und die staatlichen Künstler geerbt. Es gab einen einzigen Mechanismus für die Journalisten und es gab sehr viele Gelder, die da reingeflossen sind. Und immer wurde es damit verglichen und es wurde sehr schwer für die Künstler, für viele Künstler war es sehr schwer, sich zu profilieren. Es war
schwer für Künstler, also denn es gab ein, und das ist auf den Staatsmechanismus zurückzuführen, der die Produktion von Künstlern an sich gerissen hatte. Sie mussten nichts machen, um die Situation zu verbessern. Und das stimmt. Die Tatsache ist, dass sie oft nichts gemacht haben, um die Sachen zu verbessern. Das heißt also, im Bereich der Kunst gab es genau das gleiche Problem wie sonst auch. Und in der Oper auch. Nach 2004 hat dieses bankrotte Programm und der Mechanismus von den bankrotten Schauspielern und Künstlern, das wurde ersetzt durch neue. So hat es einen sehr guten Direktor, den Lazaridis, in die Rente geschickt. Es hat sehr hohe Schulden gemacht und so weiter. Und heute erscheint, dass die einzige Lösung die ist, dass diese Behörde in ein anderes Gebäude geht. Aber Griechenland hat so viele Behörden, man weiß nicht, was man damit zu tun soll. Es gab sehr viele Gelder, die ausgegeben wurden dafür. Und man versteht die Gründe. Es gibt keine richtige Arbeit bei den Institutionen. Man beachtet nicht richtig die künstlerische Arbeit und man berechnet sie auch nicht richtig. Die Krise hat leider auch nicht dazu geführt, dass die Institutionen dieser künstlerischen Strukturen, die ich eben beschrieben habe, nicht zugrunde gebracht. Also, es hat alles so, ich wiederhole, dass alles so funktioniert hat, wie bei allen anderen Institutionen auch. Es gab hohe Schulden wegen der schlechten Funktion. Man hat es nicht gewagt, Entscheidungen zu treffen und viele andere Gründe. Die Griechen unter Ihnen wissen das. Das System als sich ist nicht zusammengebrochen. In der Kultur gab es auch eine Zeit der Depression wegen des Memorandums, aber sie wurde leider nicht mit einer praktischeren Funktion ersetzt. Es gibt Nikitas Tsatsgiroglou, der musste weggehen aus der Verwaltung. Und ansonsten sind die meisten Menschen noch da und verwalten die Haushalte und damit auch das Wohl des griechischen Volkes. Wie ist es also möglich, das Zusammenbrechen eines Systems oder eines Programms, wie ist es möglich, dass es nicht dazu führt, dass es verbessert wird? Man kann es zum Teil mit den neuen Künstlern beantworten. Ich habe ein Beispiel, das ist meins und das ist folgendes. Meine erste Arbeit für eine große öffentliche Behörde, Institution, war 2008 und davon habe ich die größten Gelder bekommen. Obwohl ich seitdem sehr viel größere Produktionen mache, werde ich nicht belohnt. Die letzte Saison habe ich zwei Produktionen als Regisseur regiert, aber ich habe nicht mal einen Euro dafür gebracht. Und gleichzeitig in denselben künstlerischen Institutionen gibt es sehr viele Gelder, die gegeben werden. Das heißt, die Gelder sind ungefähr die gleichen für Sachen, die von außen kommen, aber für die inländischen Künstler gibt es fast nichts.
Und man muss sagen, dass es auch vor der Krise nicht toll war, was man bekommen hatte. Mein Beispiel ist nicht mal so schmerzhaft. Die wichtigsten Künstler heute leben in unzumutbaren Verhältnissen. Sie bekommen keine Gelder, sie müssen ihre Produktionen selber machen, und selbst wenn diese wichtig sind, die können nicht mit Geldern rechnen. Es gibt sehr hohe Mieten für die Gebäude, für die Theaterräume und so weiter, vor allem in Athen. Und das Schicksal der jungen Künstler ist leider nicht die beste. Und das ist zum Teil dem Memorandum zurückzuführen. Wenn die Gelder weiterhin so ausgegeben werden, dass keine Logik dahinter steht, und wenn die Dezentralisierung weitergefolgt wird mit großen Geldern, obwohl sie auch umsonst gemacht werden mussten, gibt es leider keine Hoffnung, dass die Situation sich verändert. Keine Hoffnung, zumindest im öffentlichen Bereich. Aber das gibt es, der öffentliche Bereich gibt den Künstlern auch die Möglichkeit, Sachen zu machen. Ja, ich bin leider pessimistisch. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Evklidis, dann bräuchte es jetzt auch eine Taskforce auch fürs Theater in Griechenland. Ja? Meinen Sie, wie für Herrn Fuchtel? Nein, er hat hier über Herrn Reichenfach gesprochen. Ich kenne Herrn Fuchtel, weil er in Thessaloniki ist. Der ist näher an mich. Nein, wir brauchen keine Taskforce. Ich denke, dass es viele Menschen in Griechenland gibt. Und das sage ich nicht, weil wir uns hier zusammengesetzt haben, sondern ich muss sagen, Frau Varoboulou ist eine sehr wichtige Persönlichkeit, und sie hat immer versucht, das Richtige zu machen. Es gab sehr viele in Griechenland, die das versucht haben, aber in ihrem Bereich, das war nicht das große Feld. Das große Feld bekommen leider immer noch die falschen Menschen, auch nach der Krise. Hätten Sie so ein Stück wie die Kölner Oper aufgeführt, dieses Yasuo, hätten Sie das zurzeit in Griechenland aufführen können? Frage. Produzieren können? Oder besser gesagt, ja. Aufführen, nicht produzieren, ist das richtige Wort. Ich denke, das ist schon das richtige Wort. Nein, sicher nicht. Das ist schon, was wir versuchen, mit den Mitarbeitern zu tun. Wir versuchen das in Griechenland zu tun, aber wir stehen vor sehr großen Schwierigkeiten über die finanziellen hinaus. Die finanziellen Schwierigkeiten sind immer nur ein Teil des Problems, sondern Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, das zu verstehen. Das größte Problem jetzt ist, dass es eine Sicherheit gibt, vor allem im journalistischen Bereich, dass das, was die griechischen Künstler tun, Praktiken sind, die das Fremde, das Ausländische einführen, und somit haben sie gar keine Bedeutung, da wir das Ausländische
auch nach Griechenland bringen können. Diese Sicherheit ist so dominant, dass wir in Griechenland eigentlich überzeugen können, nur wenn wir aus dem Ausland kommen. Und dann können wir die Leute davon überzeugen, dass wir etwas tun, das wertvoll ist. Und ich denke, dass dies eine der größten Schwierigkeiten ist für Griechenland. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall diese Wirkung nach außen behalten. Und wir müssen auch verstehen gleichzeitig, dass die griechische Kultur in ihrem Land leben soll und dort einen Überlebensmechanismus finden soll. Zum Beispiel das griechische Festival, das ist ja ein Beispiel, das gehört zu den besten Sachen, die man dort macht, dass immer größere Namen der internationalen Szenen eingeladen werden und die griechischen Künstler dafür nicht bezahlt werden, entweder für Monate oder überhaupt nicht, dann denke ich, das ist ein Zeichen der schlechten Funktion des Systems. Es handelt sich jetzt um Logik. Ich denke, das, was in Neuköllner Oper passiert ist, nämlich eine tatsächliche Kooperation von Künstlern der zwei Länder, und zwar mit der Möglichkeit, dass das Werk in beiden Ländern aufgeführt wird, ist ein Beispiel für Kooperation, die auch produktionsmäßig oder sinngemäß den richtigen Weg einschlägt. Wenn Ereignisse geschaffen werden von einem hohen sozialen Prestige, das ist etwas selten in Griechenland. Ich denke, wir müssen noch weiter nach vorne sehen. Worden ist, das, was Herr Sichevklidis vorstellen kann, ist aus dem Ausland eine Zusammenarbeit. Sehen Sie das auch so, oder würden Sie mehr dafür plädieren, jetzt wie Hilfskredite für Griechenland, Hilfe für bessere Verwaltung in Griechenland, auch Hilfe für die griechische Kultur? Dass so eine Nee, ich würde keine Hilfe für die griechische Kultur, ich würde eine Kooperation mit den Griechen, ich würde eine zusammenschaffenden Künstler sehen. Die Hilfe ist, ich finde, das Wort ist nicht das Richtige. Es geht nicht um Geld, es geht um Möglichkeiten zu schaffen und besonders die neue Handelsmöglichkeiten der jungen Leute und die Kreativität zu fordern. Und ich sehe in diesem Beispiel einen guten Ansatz. Also ich glaube nicht, dass nur Geld die Frage der Kulturschaffenden in Griechenland war. Denn wie Evklidis gesagt hat, es gab ein gewisses Geld in verschiedene große Institutionen. Und es gibt natürlich sehr verkürzt, es gibt ein gewisses Geld. Die Verteilung dieses Geldes und wie man denkt, was die Kultur sein kann, das ist das Problem. Es geht um, was man unter Kultur versteht. Und man versteht mehr repräsentative Sachen. Man versteht die großen Einladungen, man versteht die großen Namen, man versteht repräsentative Objekte. Da sind wir in, was ich auch probiert habe zu sagen, diese Mainstream-Idee. So eine Gesellschaft, die selbst im Spiegel, damit ich auch dieses Konzept von Maria übernehme, sehr falsch im Spiegel ein großes Bild von sich macht. Man muss anders verstehen, was Kultur ist und anders operieren und mehr vertrauen die junge Künstler und offen bleiben, was Kultur ist und was man da machen kann. Nicht nach den alten Muster weitergehen. Nee. Vorhin das kurze Gespräch mit Marc Riss, kamen wir ja auf Kultur und Geld zu sprechen. Kultur kann ohne Geld, also nur mit Selbstausbeutung der Künstler, das langt ganz einfach nicht. Wenn es jetzt keinen Zugang zu öffentlichen Geldern gibt, wenn die Möglichkeiten auch der öffentlichen Hand sehr eingeschränkt ist, jetzt in dieser Krise, dann bleibt doch eigentlich nur die Möglichkeit nach privaten Sponsoren. Ich habe gehört, dass die Kunstbiennale in
in Athen, die als Thema die Kunst in der Krise hatte, von jungen Künstlern organisiert wurde, die dafür benötigten Geldern durch Sponsoren besorgt haben. Ist das ein Ausweg, um Theater und Ausstellungen zu machen? Wenn ich antworten darf, Sponsoring ist ein großer Mythos in der Kultur. Natürlich gibt es sie, natürlich können sie zu etwas beitragen, aber seien wir ehrlich, kein Unternehmen subventioniert Sachen, die Fundamente des Unternehmens untergraben. Und wenn jetzt die Kultur zum Beispiel nicht die Fundamente zum Beispiel des Finanzsystems untergräbt, dann hat die Kultur eventuell gar nicht so viel zu sagen. Also ich denke, es gibt ein Contradictio in situ, ein Interessenkonflikt, was das Sponsoring betrifft. Wenn es Sponsoring gibt, es kann helfen, aber Sponsoring kann nie das öffentliche Geld ersetzen. Es wäre so, als ob sie sagen würden, dass das Gesundheitssystem ersetzt werden soll durch die Privatinitiative, also im Bereich Gesundheit. Und durch große Unternehmen, die dann zum Beispiel die Ärmeren subventionieren, die sich finanziell die Krankenhäuser nicht leisten können. Wir müssen das doch wiederholen. Die Frage nach der subventionierten Kultur ist eine Tatsache der Nachkriegswelt, die in der westlichen Kultur, und das müssen wir weiterhin verteidigen, wie unser Gesundheits- und Rentensystem. Ich bin auch der Meinung von Alexandros, dass die Verantwortung des Staates nicht abgeschafft sein soll. Es geht um eine Verantwortung, und ein Sozialstaat wie für Bildung soll auch Geld geben für Kultur. Und natürlich gibt es Sponsoring in Griechenland. Jetzt ist sehr viel kleiner geworden und die Banker geben immer weniger Geld. Das ist evident. Auch sie denken, was für Profit haben wir jetzt, wir geben etwas weniger. Und auch die Regeln, die das Sponsoring-System in Griechenland organisiert haben, sind auch nicht die besten, um das Sponsoring zu fordern. Aber ich würde die Idee, dass man immer die Kultur nur an Geld anbindet, festmacht, weg von dieser Idee. Ich würde sagen, dass man soll auch mit weniger Geld operieren können. Und man muss diese Idee als Künstler und Kulturschaffende nicht aus dem Blick verlieren. Wichtige Kunstwerke sind mit weniger Geld und hatten eine große Wirkung. Also das Geld braucht man, aber es ist nicht das Conditio sine qua non der Kunst. Ohne Geld geht keine Kunst nicht. Das glaube ich nicht. Es gibt eine Dichterin, natürlich muss publizieren ihr Werk, aber es ist nicht nur durch Geld, dass man Dichter wird. Also etwas muss man denken parallel. Geld und parallel andere Ideen über, wie die Kunst und wie die Künstler arbeiten. Ich möchte etwas auf Griechisch sagen, damit ich einen direkten Kontakt zu Herrn Evklidis habe. Ich möchte etwas sagen, dass man es als Zeugnis sieht, und ich würde gerne noch den Markaris bei uns haben. Ich kann nämlich über die Welt des Buchs sprechen, und vor allem, wenn Sie möchten, auch über die Lyrik. Selbst der Elitis, von dem wir vorher sprachen, konnte nicht von seinen Büchern leben. Das, was ich gerne sagen möchte, ist, dass sogar heute, Januar 2012, in Griechenland, in der Situation, die Sie kennen, gibt es Gelder, die ausgegeben werden für die Kultur.
Es wurden immer Gelder ausgegeben dafür. Und ich hoffe, ich freue mich, dass Herr Ökonom da bei uns sitzt. Aber wo wir ein großes Problem hatten, war dort, was man schon genannt hat hier, also wie und nach welchen Kriterien diese Gelder ausgegeben wurden. Ein wichtiger Punkt ist das Thema der Kooperation. Und das habe ich auch selbst erlebt. Viele griechische Träger waren negativ gegenüber dieser Vorstellung der Kooperationen. Sie wollten das nicht haben, und zwar aus verschiedenen Gründen. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt ist aber, ich bin nicht einverstanden mit dem zweiten Teil von dem, was Sie gesagt haben. Ich verstehe, ist das widersprüchlich, dass das große Kapital die Kunst finanziert, weil die Kunst immer revolutionär ist? Vielleicht habe ich das nicht so richtig verstanden. Ich meine, ich spreche von Sponsoring. Es gibt unterschiedliche Traditionen in den verschiedenen europäischen Ländern und Gesellschaften. Es gibt die Tradition A von großen staatlichen Subventionen, die auch variiert, je nach Kunstart. Und das heißt nicht, dass dann immer die besten Produkte gefordert werden. Und es gibt auch andere Kulturen. Ich denke, wir brauchen nicht darüber zu reden im Moment, welche Politik besser ist. Eventuell sogar eine Kombination der beiden Politiken wäre gut. Aber das, was in Griechenland sehr problematisch ist, über diese Kooperationsunwillen hinaus und über die Tatsache hinaus, dass der Kuchen immer sehr unterschiedlich verteilt wird. Es gibt auch das Problem, dass man keine Initiative ergreift. Was die Lyrik bedeutet, keine Initiative ergreifen, heißt, ich schreibe nicht, ich gebe nichts heraus. Heute zum Beispiel in Griechenland gibt es sehr gute Zeitschriften für Lyrik, die wirklich auch in Deutschland bekannt sind und ein hohes Image haben. Und diese Zeitschriften, und ich kann auch konkret über die eine sprechen, die über 15 Jahre lang präsent ist und die ich kenne, das ist eine Do-it-yourself-Geschichte. Wir arbeiten alle dafür, wir bekommen kein Geld dafür, das macht uns nichts aus. Aber das geschieht vielleicht nicht im Theater, weil das Theater wirklich Geld braucht, das verstehe ich. Aber manche Sachen müssen wir sie tun, weil wir sie tun möchten und sie durchsetzen möchten. Dann jetzt können Sie mich fragen, wieso das Programm für staatliche Subventionen, zum Beispiel im Bereich des Buchs, sich überhaupt nicht mit Margaris beschäftigt, der so ein guter Schriftsteller ist, oder überhaupt nicht mit unseren Zeitschriften, die so gute Zeitschriften sind. Das ist schon eine Frage. Ich möchte gerne etwas hinzufügen. Natürlich, im Theater und im musikalischen Theater haben wir alle sehr viel Arbeit umsonst geleistet. Aber das Problem wird größer, wenn wir eine freiwillige Arbeit für große kulturelle Träger leisten sollen. Das zweite Thema wäre, dass wir keine metaphysischen Erwartungen vom Sponsoring haben sollten, weil sie nämlich von Privatleuten kommen, die nicht die staatliche Logik ersetzen können. Nämlich, dass es kein Interesse gibt. Es kann kein Interesse vom Staat ausgeben hinsichtlich der Werke, die subventioniert werden. Man kann schon privates Geld finden, aber das private Geld ist nicht ohne Beschränkungen. Ich bin damit nicht einverstanden. Als Beispiel bringe ich den Fall der Bibliothek. In Athen gibt es kein richtiges Museum über die neuere Geschichte von Athen. Und es gibt auch keine Bibliothek in Wirklichkeit. Der Staat hat dies in all diesen Jahren nicht gelöst
Und das wird jetzt durch die Nationale Bibliothek gelöst, die mit den Geldern von Niarchos, von der Stiftung Niarchos, aufgebaut wird. Ich weiß nicht, was für dunkle Interessen dahinter stehen mögen. Vielleicht bin ich auch falsch. Aber zweite Sache noch, die deutsche Politik bezüglich des Buchs, weil sie eben auch diese Logik der Wettbewerbsfähigkeit hat, sieht sehr oft das Thema Buch mit solch einem unternehmerischen Zynismus, der jetzt wirklich eine andere Extreme darstellt. Also wer ist derjenige dann im Endeffekt, der ein eigenes Interesse da hat? Der Privatsponsor oder der Staat, wenn er sagt, ich möchte, dass der Schriftsteller noch lebt, womöglich noch Jude ist oder sonst etwas. Also man bleibt dabei in einer Logik des Wettbewerbs. Noch etwas dazu. Lyrik macht man nicht aus Spaß. Lyrik macht man, weil man dadurch existiert. Nur in Griechenland ist es gilt als selbstverständlich, dass man dafür nicht bezahlt wird. Den Rest der Zeit noch nutzen für Fragen jetzt. Bitte, aus dem Publikum. Ja, fangen Sie einfach an. Ja, einmal ganz vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei gemeinsamen Produktionen. Ich wollte 2, 3 kleine Punkte. Ich habe mich gewundert, Madame, dass Sie ja faktisch Herrn Markaris widersprochen haben. Sie sagten nämlich, die Kunst sollte keine Propaganda für europäische Werte machen. Und Herr Markaris hat ja eigentlich, was hier auch wegfiel, gesagt, ob nicht auch die griechische Kulturszene, wie aber auch die europäische intellektuellen Szene und der europäische Kulturbetrieb in den letzten 10, 15 Jahren darin versagt hat, sich für europäische Wertebildung, auch damit Gemeinschaftsbildung und natürlich auch damit verstehen, sich kennenlernen, überhaupt kooperieren können, setzt ja sich verstehen, sich kennenlernen voraus, sich dafür eigentlich doch zu wenig eingesetzt hat. Das andere, ich habe mich riesig gefreut, dass Sie die Einzige sind, Maria Topal, die im gewissen Sinne sehr klar wahrgenommen hat, dass wir hier bei der Böll-Stiftung sitzen und ob man nicht sozusagen von daher auch Impulse aufnehmen könnte. Und auch, ich wundere mich auch, dass man anscheinend nicht weiß, dass man in Berlin in einer Stadt ist, die auch sehr verschuldet und auch sehr arm ist und in Berlin in einer Stadt ist, wo sehr viele soziale Projekte, auch sehr viele Künstler seit mindestens 10 Jahren, also vor der offiziell anerkannten griechischen und Finanzkrise, sich mit genau denselben Fragen herumschlagen und teilweise auch schon versucht haben, für ihre eigene Krise dazu Antworten zu finden. Es gibt in Berlin sehr viele Kunst- und Kulturprojekte, wo Künstler mit Schulen in sozialen Brennpunkten zusammenarbeiten. Es gibt seit 10 Jahren einen Versuch einer engeren Verknüpfung und Verzahnung künstlerischer, kultureller Arbeit mit dem Umweltthema. Wir fangen dann mit der Beantwortung und Sie können sich ja weiter melden. Wahrscheinlich haben Sie nicht genau, ich muss antworten, haben Sie nicht genau verstanden, was ich meinte, dass die nicht unbedingt Propaganda für europäische Werte. Ich meinte ein offenes Werk der Künstler, die für die europäische Identität als einen offenen Horizont, der ein wirklich tief an die Probleme greift und nicht unbedingt Werke für eine Subvention. Ich war sehr oft in europäischen Kommissionen, wo Künstler Projekte präsentiert haben nach einem Plan, dass wir unterstützen das. So entsteht keine Kunst, die eine richtige Dynamik hat. Da sind mehr Projekte, die nach einem Muster, man muss das machen und das machen und die passen in einen gewissen Rahmen. Das wollte ich sagen. Propaganda, habe ich gesagt. Danke. Herr Klemm. Ja, ich wollte aufgreifen die Idee der Spiegelung, was Frau Topali angesprochen hat. Und sie hat ein Beispiel gegeben, wie eine Spiegelung, die gewissen Leuten oder Kritikern nicht gefällt, abgelehnt wird. Ich habe eine andere Frage. Können Sie erklären, warum es
eigentlich in dieser ganzen Zeit seit der Wende, seit dem Ende der Junta, und ich beziehe mich nicht nur auf die aktuelle Krise, noch keinen repräsentativen Roman gibt. Ich habe nur einen begrenzten Überblick über die Produktion, aber mir ist kein Roman bekannt aus den letzten 10 Jahren, der dieses ganze Problem abhandelt, über das heute Morgen auch gesprochen wurde. Also über dieses Klima, diese Ideologie der, wie hieß es, Pasoko Mikromuseon widerspiegelt. Also diese ganze gesellschaftliche Entwicklung der letzten 30 Jahre. Mir ist das nicht bekannt und ich würde mich freuen, wenn Sie mir einen Titel nennen könnten. Vielen Dank. Frau Topali. Erstens bin ich, glaube ich, nicht zuständig, weil ich beschäftige mich eigentlich recht wenig mit Prosa, nur stellenweise, wie zum Beispiel im Falle Jana Kaigis. Was ich sagen kann, die Frage beschäftigt mich auch sehr. Und ich habe versucht, ich habe keine klare Antwort. Also ich kann nicht sagen, dieses Roman oder das andere Werk. Ich kann nur sagen, es gibt ein kompliziertes Spiel zwischen den Werken und der Rezeption von Werken. Deswegen geht es mir auch hier so viel um Rezeption. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, um das Ganze wirklich zu begreifen, was sich in Griechenland abspielt in den letzten Jahrzehnten. Also in der öffentlichen Diskussion über Lyrik, weil das spielt ja eine wichtige Rolle, weil das dann auch, was ich jetzt nicht angesprochen habe, weil ich keine Zeit hatte, das geht dann wieder zurück in den Schriftsteller natürlich, ja, weil die Schriftsteller, die gestalten ihr Werk und die entwickeln sich dann auch mit Hilfe der Rezeption, ja. Und in gewisser Weise die Rezeption nicht allein durch die Kritiker jetzt, sondern allgemein, die beeinflusst dann auch das literarische Werk. Und wenn, wie ich angedeutet habe, diese Rezeption verstellt, nicht klar ist, dann ist sie, dann vergiftet sie dann auch die literarische Produktion. Und in dem Sinne hat sich Lyrik in gewissermaßen gerettet, weil sie nicht so populär ist. Ja. Und es gibt Werke, in der Lyrik wäre es mir sehr viel einfacher, das zu sagen. Zum Beispiel haben wir Kiki de Moulin. Und Kiki de Moulin ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Stimme, die von Aspekten dieses Griechenlands spricht. Auf jeden Fall spricht sie, berichtet sie, schreibt sie über etwas, was wir wirklich kennen, was man in der Realität wirklich anfassen kann und einatmen. Ja? Und mit der Prosa hat man oft den Eindruck, dass sie Kontakt zu der Realität verloren haben. Allerdings gibt es sehr gute Ansätze, wie zum Beispiel Jana Kaiki und auch die anderen Romane. Ich kenne nur den einen, sie hat drei geschrieben, Cherubim des Moketas, auch sehr wichtig. Und es gibt neue Stimmen, wie Angela Dimitrakaki zum Beispiel auch, ja, die sehr interessant über Griechenland berichtet, über die griechische Realität. Was wieder interessant ist, Dimitrakaki schreibt auch wie von außen, genauso wie die Jana Kaiki. Also sie lebt im Ausland oder ihre Protagonistin ist jemand, der aus der Außenwelt kommt, als Diaspora-Griechin und Griechenland besucht. Also da ist wirklich so viel kaputt gegangen, wenn ich das so sagen darf, dass man sozusagen den nötigen Abstand über einen Trick aufbauen muss, um überhaupt darüber berichten zu können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Und ein Faden, den man zurückgreifen sollte, das wäre vielleicht Marius Hakas. Ich weiß nicht, ob Ihnen Hakas ein Begriff ist, aber ich glaube, Hakas war die letzte wirklich potente, die letzte Kapazität in der... Das ist aber eine andere Zeit. Richtig, ja. Berichtet über die Griechenland der Diktatur in dem Bides, ja, also in dem...
Das würde ich nicht so sagen. Nehmen wir die Romane von Rhea Galanaki zum Beispiel. Sie spricht über die griechische Realität, aber mit einer Sprache, die durch die Historie und durch die Allegorie, das ist auch eine literarische Sprache. Ich will sagen, es ist nicht nur der realistische Weg, den Blick auf die Realität, auf die zeitgenössische griechische Realität zu werfen. Es gibt Möglichkeiten, anders umzugehen. Ich gebe nur ein Beispiel. Sind noch andere Fragen da? Dann habe ich noch eine Frage. Ein Zehntel der griechischen Bevölkerung sind Menschen mit Migrationshintergrund. Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Zehntel der griechischen Bevölkerung. Machen die sich in der Kulturszene Griechenlands bemerkbar, diese Menschen? Machen sich sehr stark, sie sind sehr stark präsent, im Theater besonders. Ja, man hat auch Aufführungen mit Migranten, man arbeitet auf dieses Thema. Ich glaube, dass das Thema die Theaterleute sehr beschäftigt. Viele soziale Gruppen sind sehr sensibilisiert an der Frage und mit vielen Konflikten da drin natürlich. Also ich kenne zwei gute Lyriker. Der eine, der kommt aus Albanien und veröffentlicht aber in Griechenland ausschließlich. Und die andere kommt aus Bulgarien. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, also es gibt mehr. Und die sind zum Teil auch relativ gut anerkannt, würde ich sagen. Ja. Fangen Sie an, auch Teil der griechischen Kultur zu werden und werden Sie auch als solche akzeptiert? Ja, also ich kann das schlecht verallgemeinern, um ehrlich zu sein. Also ich habe zum Beispiel über diesen Dichter, der aus Albanien kommt, habe ich, glaube ich, zweimal geschrieben, also eine Rezension über seine Lyrik, die ich äußerst interessant finde. Übrigens hat er auch ein sehr schönes Elitis-Gedicht geschrieben, der Luan Zulis heißt der Lyriker, und hat ein Gedicht über Elitis geschrieben. Ja, nein, ich glaube nicht, dass das wirklich Teil der griechischen literarischen Welt geworden ist, wenn ich das so sagen darf. Nein. Herr Evklidis? Was stellt mir die Frage? Solo. Nein, die Frage überrascht mich nicht, aber ich glaube, Frau Varopoulou hat schon alles gesagt. Sie hat schon darauf geantwortet. Also im Bereich des Theaters gibt es sicherlich solche Präsenzen. Es handelt sich um Migranten, die ihre Laufbahn praktisch thematisiert und auch interessante Vorstellungen gemacht haben. Eventuell mit einem etwas mehr Anteil an Emotionalität anstatt von politischem Denken, aber das gehört dann nun zum Feld der ästhetischen Auswahl. Ich denke schon, dass die künstlerische Welt akzeptiert und integriert hat die Migranten, die neuen Bürger des Landes und eventuell besser als andere Bereiche der Gesellschaft. Von irgendwo anders kommen. Man muss sie differenzieren. Sind als Bürger da akzeptiert? Sind sie integriert? Werden sie da bleiben? Von wo kommen sie her? Was für eine Präsenz als Menschen in der Gesellschaft haben? Und anders sehen, wenn sie in ein Kunstwerk erscheinen, provisorisch und nachher weggehen. Ob sie auf Griechisch schreiben und ihr Werk später in der griechischen Kultur integriert wird.
Da sind diese verschiedenen Etappen und diese Perspektiven, die man denken soll. Es gibt Leute, die in der Kunstszene, zum Beispiel ein Maler wie Donev, Antonis Donev, der einen Hintergrund aus Bulgarien hat, der ist total integriert, auch im Markt der griechischen Kunst. Andere haben Schwierigkeiten, sollen Griechenland verlassen. Also man muss sehr langsam diese Frage um diese Frage gehen. Und es ist anders, das Kunstwerk und eine Präsenz, die man akzeptiert in ein kollektives Werk, und anders die Integration eines Fremden, der wirklich in Griechenland eine Perspektive und eine Zukunft hat und wie akzeptiert ist in der griechischen Gesellschaft. Ich habe jetzt eine letzte Frage, und da ist mehr so Ihre Vision, Ihre Fantasie gefragt. Also eingangs war es ja, dass eine der Fragen war, wer sind wir und wo wollen wir hin? Also Sie, die jetzt auch in der Kultur tätig sind, wie würden Sie diese Frage beantworten wollen? Wer sind wir oder wer sollten wir sein und wo wollen wir hin? Als Griechen? Ich weiß, es ist nicht einfach, aber versuchen Sie es. Griechen und Europäer, die für ein anderes Europa und ein anderes Griechenland arbeiten. Also ich will irgendwann in einer Stadt, in einem Zimmer aufwachen und denken, jetzt muss ich nicht mehr von diesem Wir denken. Das muss einfach vom Tisch. Sie meinen dieses Wir, wie es gerade heute in Griechenland ist? Ja, also wir brauchen ein bisschen Normalität. Ich habe zu viel davon gehabt, wer wir Griechen sind oder was wir Griechen sind. Ich wirklich, also das bringt einfach nichts. Sie plädieren für Pluralität. Ich finde, dass man muss irgendwann wirklich zur Normalität kommen. In Normalität nennt man manchmal auch Emanzipation oder Erwachsensein, irgendwas in der Art. Also kann jeder sich das Wort aussuchen, das einem passt, und einfach Schluss damit machen. Ja. Ich habe nichts Interessantes dazu zu sagen. In Bezug auf das, was wir sagten, es ist sicherlich so, dass die Herstellung von bestimmten Arbeitsverhältnissen im künstlerischen und akademischen Bereich, also generell im Bereich der Kultur, ja wirklich etwas ist, das sehr wichtig wäre für die Zukunft, dass wir eine logische Ordnung wiederherstellen, dass eine ganze falsche Epoche ausstirbt und dass wir als Erinnerung die guten Seiten davon behalten und etwas Neues schaffen, weil momentan haben wir den Eindruck des absoluten Verfalls. Ich weiß jetzt nicht, beginnt das sofort? Das ist das Abschlussplenum, oder machen wir ein paar Minuten Pause? Ja.